11 Uhr und tatsächlich will ich jetzt nach Tarragona aufbrechen. Warum ich eigentlich nicht nach Barcelona, sondern hier nach Tarragona gefahren bin? Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitronen-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Heute begleitet ihr mich auf dieser Tour. Guten Morgen und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich stehe hier jetzt momentan noch in Spanien in der Nähe von Tarragona. Bin gerade beim Kaffeekochen und Frühstücken. Und mein Plan ist es heute, in die Pyrenäen zu fahren. Ich bin schon ganz aufgeregt, weil ich ja nicht so gerne Bergstraßen fahre. Ich werde nicht nach Andorra fahren, weil da war ich schon zweimal. Aber so ein bisschen dran vorbeischrubbeln. Ich bin schon richtig gespannt. Da wird es dann auch wieder ein bisschen kälter, muss ich mir wieder was anderes anziehen, aber auch angenehm. So, aber jetzt muss ich erstmal frühstücken. Ja, ich genieße noch einmal die Palmen und das Meer, jetzt wo es noch ein bisschen leerer hier ist. Mach noch meine beiden Wasserflaschen voll. Hier ist ein Trinkwasserautomat. Und dann geht's ab Richtung Pyrenäen. Vielleicht noch einen Supermarkt und eine Tankstelle ansteuern und dann tschüss Mittelmeer für dieses Jahr. Jetzt meine Flasche halb voll und es kommt nichts mehr. Since I'm traveling around the world, every day there's something new. Like a child, I learned to roll and turn all the things I thought I knew. There are so many ways to think and live. It's so colorful and bright. All the prejudices inside my head, I lay them by my side. Na dann? Tschüss, alter Fuller. Hier haben wir die letzten zwei Tage verbracht. Und jetzt geht's erstmal rechts abbiegen auf Carré Ponce zum Supermarkt. Oh, isn't it life how it should be? Adventure hearts and young in mind, just to be wild and free. Oh, isn't it life how it should be? Adventure hearts and young in mind, just to be wild and free. Der Ort, wo ich jetzt hinfahre, das ist ein Insider-Tipp von spanischen Einheimischen. Ich habe jetzt auch noch gar keine Touristen hier gesehen, außer so ein paar Spanier, die halt hier mit so ganz alten Autos fahren. Also so Bauern, die hier ihre Landwirtschaft betreiben, habe ich gerade schon gesehen. Die Felder mit dem Stroh und ja, jetzt fahre ich meine Kurven hier und bin schon ganz gespannt, was die Spanier mir hier empfohlen haben. Ich bin in den Pyrenäen. Richtig schöne Aussicht hier. Ich bin angekommen. Frag mich, wie der Ort heißt. Ich kann ihn ja mal hier hinschreiben. Irgendwas mit P. Und ich bin in den Pyrenäen. So, da steht Werner übrigens da. Da, neben dem mit dem gelb-schwarzen Aufkleber. Und der Parkplatz hier hätte ich auch noch ein
eine Garage nehmen können. Aber nee, das ist mir ein bisschen unheimlich für die Nacht. Außerdem fahre ich nicht so gerne in Parkhäusern. Ich sehe gerade, ich könnte ja auch auf dem Parkdeck ganz oben parken. Erstmal essen, heute gibt es Trüffelcannelloni und danach geht es dann in die Altstadt. Es gibt nicht mehr sehr viele historische Gebäude, außer diesem gotischen Glockenturm, der von einer Kirche übrig geblieben ist. Und ja, dass es nicht mehr so viele gibt, das hat den Grund, durch Erdbeben, Brände und Grenzkonflikte wurde hier alles zerstört. Grenzkonflikte daher, weil ich bin hier tatsächlich fast schon in Frankreich, stehe aber noch in Spanien. Und so an der Grenze zu Andorra, also sind praktisch drei Länderecks sozusagen, ist es hier. Ja, und die Speisekarte vom Essen, die gab es auch nur in Französisch oder Katalan. Also kann keines von beiden. Und Englisch spricht ja auch keiner. Aber man kann sich ja mit Google Translate weiterhelfen. Ja, jetzt gehe ich erstmal in die Innenstadt und guck mal, ob ich das Ding irgendwie besichtigen kann. Also rein geht's da heute nicht. Finde ja ganz witzig, da hat einer Fußball gespielt. Gegen die Fußbälle. Ja, das war praktisch mal eine Kirche und das ist nur noch der Glockenturm, der übrig geblieben ist. Das ist hier übrigens eines der Skizentren in Spanien. Da sieht es mir auch fast aus wie Skipisten. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Und in Andorra natürlich, da kann man auch Skifahren. Ein paar höhere Berge, da komme ich her. Da bin ich drüber weg oder drunter durchgefahren. Jo, nette Gegend. The mines said I have built some walls, but they didn't make me free. Puigcerdà hat auch einen See, wie ihr seht. Sieht richtig gut aus, der ist auch richtig klar, also der Boden ist nur braun. Aber man kann, also das Wasser ist klar. Da hinten sieht es tatsächlich aus, als würde ich ein Käffchen bekommen. Instead they've locked me up and pushed me down, so that I can hardly see. Ah, hier ist eine Landkarte, die kann ich euch zeigen, wie ich gefahren bin. Hier ist das Mittelmeer. Ich war in Altafulla. Und bin jetzt hier so irgendwie quer durchs Land. Da ist Andorra. Da. Oh, sieht man nicht. Was für ein Panorama. Now I've had to leave my comfort zone. And these borders start to break. So, es geht weiter. Ich bin gerade mal 5 Minuten gefahren. Hier ist schon Frankreich. Also ich hätte auch nach Frankreich laufen können. Und mein Plan ist, ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist, in Le Soleil zu übernachten. Ist in der Nähe von Perpignan. And the chest of life fulfilled my heart with every new step that I've made. Isn't it life how it should be? Adventure hearts and young in mind, just to be wild and free. Oh, isn't it life how it should be? Adventure hearts and young in mind, just to be wild and free. Hey! Also die französische Seite der Pyrenäen gefällt mir noch viel besser als die spanische. Felsen hier und die Straße jetzt, wow, das waren 20 Kilometer, 10% Steigung in Kurven, wow. Ich habe ein paar Mal angehalten, einfach um die Aussicht zu genießen, das kannst du ja beim Fahren immer nicht. Und auch hier jetzt wunderschön alles. Schaut mal ganz, ganz, ganz hinten hinter den Bäumen. Da ist das Meer. Und warum das da ist jetzt, das verrate ich euch, wenn ich angekommen bin.
tatsächlich, da hinten ist das Meer. Ich bin auf dem Weg zum Meer. Werner steht da. Und ja, will ich euch mal kurz erklären. Und zwar habe ich, war ja in den Bergen und der Ort war relativ klein. Den habe ich rucki zucki erkundet und dachte, Mensch, da schaffst du noch ein bisschen Strecke. Und dann bin ich einfach erstmal den Berg runtergefahren und dann habe ich die Brigitte gefragt. Die Brigitte kenne ich über YouTube, aber wir haben auch schon Nummern ausgetauscht und haben schon des Öfteren hin und her geschrieben. Hallo Brigitte oder Brigitte, ich weiß nicht, sie lebt hier in Frankreich. Und die habe ich gefragt, Mensch, was gibt es denn hier noch für schöne Städte oder so, was man so anschauen kann? Und die hat mir dann einige geschrieben und die habe ich mir abgespeichert. Und auf dem Weg lag Carcassonne. Und dann dachte ich, okay, wenn es schon auf dem Weg liegt, fährst du gleich da mal vorbei. Ja, und dann habe ich Parkplätze gesucht. Da kann man nicht parken, weil da klauen sie dir dein Auto, da brechen sie ein. Also ich habe keinen einzigen Parkplatz dort gefunden, der safe ist. Und darum habe ich beschlossen, kein Carcassonne. Und da ich aber ja irgendwo übernachten muss, bin ich wieder an die Küste gefahren. Bisschen schön will ich es ja natürlich auch haben. Ja, und darum bin ich jetzt hier. Und ganz lustig, in dem Ort war ich vor 30 Jahren schon mal, bei Ras Plage, da habe ich auch auf dem Campingplatz übernachtet. Domaine de la Jolle hieß er. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Ja, da bin ich wieder. Und jetzt gehe ich erstmal zum Strand, gucken, wie es hier aussieht. Heute probiere ich zum ersten Mal mein Mückennetz aus und es ist bisher fantastisch. Also eine gute Idee gewesen, das hinten da mit Klettverschluss anzubringen. Und hier in der Mitte ist halt magnetisch. Kann ich immer gut ein- und aussteigen. Und bin sicher vor diesen Viechern. Ja, habe ich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Nächste Woche geht es weiter. Ich freue mich über euren Daumen hoch und das Abo. Bis bald. Tschüss.